jetzt wäre der Moment, wo Zeynep Tilki das erste Mal ans Licht der Öffentlichkeit tritt. Ist er da? Ich bin da, ja, ich bin da. Achtung. Dankeschön, herzlich willkommen alle miteinander. Schönen guten Tag, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen, meine gnädigsten Herren und Damenschaften. Und dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich wollte noch kurz eine Sache vorweg sagen, warum ich jetzt so bin. Die Kollegen vom Theater, sie haben gesagt, Zeynep, heute ist doch Veranstaltung bei Dings, bei Titania. Kannst du irgendwie 10 Minuten machen? Ich so, auf jeden Fall, Digga. Wenn ich komme, ich rock das Haus. Pipapo, was wollt ihr haben? Was ist der Thema? Und die Chaya vom Theater, sie meinte, der Thema ist Corona. Ich so, Corona ist genau mein Ding, Walla. Ich komme, ich mach Dings. Ich mache den Fledermaus. Und die vom Theater meint so, welche Fledermaus? Ich so, den Fledermaus. Ich mach den Fledermaus, der schuld bei Corona ist. Der gegessen worden ist, Arm am Bein ab von diesem Chinesen. Und dieser Chinese hat dann wieder in die ganze Welt gemacht. Ich bin als Fledermaus dran schuld, dass Corona ist. Und ich will Dings, ich will dieses eine Lied singen. Ich will den Lied singen von Michael Jackson. Look what we done to the world. Look what we... Wisst ihr? Ich bin der... Also, hab ich zu ihr gesagt. Ich bin die Fledermaus. Ich hab zu ihr gesagt, ich brauche ein paar Sachen. Wenn ich komme, ich will rocken. Ich brauche Showtreppe. Ihr macht bitte Showtreppe von oben bis unten. Ich komme rein, Fledermaus. 4 weißen Tigern von Siegfried von Roy. Ich komme runter. Unten an Showtreppe bitte so 40, ein Chor von 40 Waisenkinder von Salzheim. Sie summen schon die Melodie, wenn ich runterkomme mit diesen 4 Tigers. Und unten, wenn ich unten bin, Madonna und Britney Spears, sie nehmen mich auf Schulter, setzen mich hier vorne ab. Hier ist Eros Ramazzotti. Eros spielt schon den ersten Takt von diesem Lied und ich fange an. Von vorne kommt Wind. Ich habe 4, 5 Windmaschinen bestellt. Oben kommt Regen. Ich habe keinen Regen bekommen. Kommt Regen und ich denke, look what we done to the world. Look what we done. Look what we done to the world. Und wenn ich fertig bin, dann es gibt Feuerwerk. Und dann ich mach wie Dings, wie heißt der Kollege, wie der Zauberer, wie David Copperfield. Ich mach Dings, diese Zersägung von Jungfrau. Ich brauche nur eine Jungfrau, habe ich gesagt. Bringt mir diese Kollege von AfD, bringt mir Björn Höcke. Ich zersäge ihn in 8 Teile, Walla, ich schwöre. Ich mach ihn kaputt. Haben die gesagt, geht nicht. Wir können doch nicht machen. Es ist von Linke. Du willst Tigers, du willst Eros Ramazzotti, Britney Spears, Madonna. Es ist von Linke, es ist nicht von CSU. Keiner von den Kollegas hat bei BlackRock in Vorstand mal rumgemacht, Walla. Die haben kein Para, die haben kein Cash. Ich so, okay, dann gib mir wenigstens Fledermaus und Höcke. Ich will Höcke zersägen, Walla. Haben die gesagt, geht auch nicht. Ich so, warum nicht? Haben die gesagt, er ist gerade in Berlin. Er ist bei dieser Demonstrierung mit diesen anderen Nazis, mit dieser, die nicht glauben, dass Corona gibt, diese Anti-Corona-Chabos. Ihr kennt die? Da er ist auch mit dabei. Hab ich gesagt, kann doch nicht wahr sein, Walla. Was macht der da oben? Ein Nazi mit 100.000 anderen Nazis. Und sie glauben noch nicht mal, dass er Corona gibt. Wisst ihr, was sie glauben? Sie glauben, dass es gibt unterirdische Kellers mit kleinen Kindern, wo die Blut nehmen und man wird jung und so Geschichten. Sie glauben alles, ich schwöre. Und habt ihr schon mal geguckt bei dieser Demonstrierung? Nur Kartoffeln. Es sind nur Allmanns, ich schwöre. Nur Allmann-Nazis und sie glauben alles, ich schwöre. Allmanns, sie glauben sowieso alles, habe ich das Gefühl, ja? Allmanns glauben auch diese Geschichte bei diesem Buch, was die Allmanns haben. Wisst ihr, in Kirche, wenn es gut geht, sie lesen von diesem Buch alles wieder Baba. Da gibt es eine Geschichte, diese Weihnachten mit Josef und Dings. Da gibt es ein Chaya, sie heißt Maria. Und sie war angeblich schwanger gewesen von Josef. Glauben die Kartoffeln, ich schwöre. Angeblich, und das obwohl sie nicht knickknack, ihr wisst. Was ist los, Digga? Du kannst doch nicht schwanger werden, wenn du nicht knickknack gemacht hast. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, Maria hat Josef geflaxt. Sie hat ihn verarscht, Walla, ich schwöre. Sie hat ihn verarscht. Wenn ich Josef gewesen wäre, ich wäre zu Maria gegangen, hätte gesagt, gib mal dein Handy, Walla. Gib mal dein Handy, Maria. Lass mal deine WhatsApp checken, Walla. Mit wem schreibst du die ganze Zeit? Wer sind diese Chabos? Kaspar, Melchior, Balthasar, wer sind diese, Walla? Sie hat ihn geflaxt. Und warum kommen diese Kollegas? Warum kommen diese Kollegas ganz zufällig ausgerechnet bei Geburt von Kind vorbei? Warum kommen sie zufällig vorbei? Und bringen auch noch Geschenken mit, so Lauchgeschenke, Allmanngeschenke, Möhre, Minze, Salbei, was? Wenn ich Zahnpasta will, gehe ich Rewe da holen soll. Geh mal richtig, bling, bling, irgendwas, Walla. Das glauben die Kartoffeln.
Und was die Kartoffels noch glauben, ist diese andere Geschichte, die in diesem Buch steht. Diese mit diesen Hasen, diese Ostersgeschichte, gell? Ich schwöre, die Allmanns glauben, dass früher sie haben einen Hase bei Kreuz genagelt und dem Hase die Eier bunt angemalt, voilà. Was ist mit euch los? Ich glaube, die Kartoffeln, die früher dieses Buch geschrieben haben, diese Bibelsgeschichte, ich glaube, diese Kollegas haben böse sich einen reingeballert, ich schwöre. Bis auf den Filter. Du weißt erst, der Filter gibt die Bilder, voilà. Und sie haben nicht nur Joints geraucht, sie haben sich Peps, Koks, Bilder, alles gegeben, voilà. Sie haben Bilder bekommen, voilà. Guck mal, ich sehe einen Hasen, Digga. Wow, wir malen ihm die Eier bunt an. Schreib auf. Ja, Mann, ich schreib auf. Und da ein Chabo, er kann über Wasser gehen. Schreib auf. Ja, Mann, ich schreib auf. Und noch ein Chabo. Er macht dieses Wasser zu Wein. Schreib auf, wir machen Bestseller draus. Ja, Mann, Digga, wir machen Bestseller draus. Wir legen ihn bei jedem Hotel in ganz Deutschland rein. Ich schwöre, Digga. Walle, die Kartoffel. Und wisst ihr was? Die Leute, die diesen Buch lesen, sie haben auch einen König. Kennt ihr diesen König von denen? Dieser Chabo, der bei Italien diese... Der immer aussieht wie einer von Klu Klux Klan, diese Papst, Chabo. Er ist König von dieser Al. Ich schwöre, er wohnt in Italien, also in ein, sie haben ihm ein Land in Italien reingebaut. Da brauchst du gar nicht lachen, Digga, es ist der Wahrheit, Digga. Weißt du warum? Weil er kommt von Argentinien. Dieser Papst Chabo kommt von Argentinien. Er hat kein Arbeitserlaubnis für Europa gehabt, du weißt? Sie sind um Arbeitserlaubnisgesetz drumherum gegangen, Land in ein Land reingebaut, jetzt ist König. Er hat sogar eine eigene Armee, ich schwöre dir. Und die ganzen Allmanns, die glauben alles, ich schwöre, sie glauben auch mit dieser Blutabzapfung und es gibt kein Corona und diese ganzen Geschichten, voilà. Die Allmanns sind crazy. Ich schwöre, Hamza hat mir gerade geschrieben. Ich werde gerade von 3 Bullen am Opernplatz abgefuckt. Was ist los, Digga, wie heißen diese Bullen? Die Bullen heißen Norbert, Siegfried und Udo. 2.0. Ist ein Zufall, ich glaube nicht. Ich muss Hamza helfen bei Opernplatz. Macht's gut, bis später. Ciao. Ich muss tschüss. Ciao.